Was geht? Es ist der 28. März und Nintendo hat einen 10-minütigen Gameplay-Trailer zu Zelda Tears of the Kingdom veröffentlicht. Ich war eigentlich erst unschlüssig, ob ich darauf reagieren soll, weil ich mir viele Überraschungen noch aufheben wollte. Aber ich habe mich doch dazu entschieden, darauf zu reagieren. Außerdem sollen keine Story-Details veröffentlicht werden. Ich bin einfach gespannt. Ich schaue mir das jetzt an und ja, Mann. Das Spiel kommt in 1,5 Monaten raus. Ich bin verdammt excited. Genauso wie ihr wahrscheinlich auch. Ich hätte wahrscheinlich Spoilern eh nicht ausweichen können. Freunde, fangen wir an. Ich werde meine bescheidene Meinung dazu abgeben. Let's go. Hallo. Ehrenmann. Neuigkeiten. Okay. Gerne. Ja. Okay. Also es wird nur um Gameplay gehen. Sieht erstmal noch gleich aus wie bei BOTW. Ah, das ist gut. Das ist actually, ich hoffe, es ist okay, wenn ich pausiere. Das ist nämlich actually so meine größte Sorge, nämlich, dass die Welt sich einfach zu ähnlich zu BOTW anfühlt. Aber ich sehe auch gerade hier beim Steuerkreuz ist jetzt Schild und Nahrung. Sehr interessantes Overlay. Aber vieles sieht erstmal auf den ersten Blick sehr gleich aus wie beim Vorgänger. Und Link sieht natürlich mega krass aus. Das ist halt super cool. Meine Theorie ist, dass die ganze Welt halt doppelt so groß ist, weil im Himmel noch eine genauso große Welt auf uns wartet. Aber gucken wir mal. Himmelsinseln. Geil. Ah, das sind diese Blöcke aus dem ersten Trailer. Die Stahlmusik ist auch noch gleich, okay. Krass. Rewind. Wir können die Zeit umkehren, quasi. Das ist krass, Mann. Damit ist bestimmt wieder viel Physik-Scheiß möglich. Boah. Boah, das ist wild, Mann, ey. Das ist echt krass. Krass, Mann. Dicke Sorry, ab hier ist leider meine Cam abgeschmiert. Ich versuche es euch trotzdem irgendwie ansehnlich zu schneiden. Sorry, Jungs. Super nice. Sieht echt super nice aus. Oh, neue Musik sogar. Ich liebe es, dass sie bei dieser minimalistischen Musik bleiben. Oha, Digga, what the fuck, man. Konstrukt, geil. Ist quasi der neue Bockpin oder was? Crazy. Crazy. Neues Material. Alter, was ist das für ein Tempel? Okay. Was? Was? Das hat ja... Was? Synthese, es hat ja so viel Potenzial für neues Zeug. Heilige. Crazy. Das ist absolut crazy. Alter. Digga, das wird so viele Möglichkeiten bieten. Oh mein Gott. Hey, das ist so crazy, Mann. Neue Pilze gerade gesehen. Pfeile verbinden? Alter, das ist zu verrückt. Wahrscheinlich ersetzt das die Eispfeile auch vollständig.
皆さんも狩りをするとき、矢で狙うのなかなか難しいと感じる方もいるかもしれません。私もね、もう最近もう動体視力が追いつかないんで、はい、全然当たりません。そういうときはですね、これはですね、魔物を倒すと手に入る目玉の素材なんですが、これをつけて飛ばすと、Was? Alter, okay, das ist verrückt. Das ist verrückt, Mann. Wie viele Möglichkeiten wird es damit geben, Alter? Ja, Qualmerling. Boah, das ist so verrückt. Oh mein Gott. Alter, wie viel Zeugs man damit machen kann, wahrscheinlich. Krass. Ah, er baut sich ein Boot. Oh, crazy. Digga, das wird ja immer mehr wie Minecraft. Hä, das ist halt zu verrückt einfach. Ultrahand. Digga, Leute werden ganze Konstrukte damit bauen. Ich, Junge, das wird so ein Gamechanger, dieses Spiel. Hi. Ja, moin. Das hat man... Ei, das, so haben die Autos gebaut in dem letzten Trailer. Es geht sehr futuristisch, also eine sehr futuristische Richtung, dieses Spiel irgendwie. Wahrscheinlich auch das letzte Spiel in der Timeline dann. Digga, das ist halt echt so crazy. Das ist so verrückt. Es hat sogar einen Akku. Ja. Das ist ultra krass. Aber guck mal, im Endeffekt haben sie jetzt nur das weiterentwickelt, was die Spieler im letzten Teil durch Glitches hervorgerufen haben. Zum Beispiel diese zwei Waggons, die man übereinander gestapelt hat, dann konnte man fliegen. Im Prinzip haben sie das jetzt für das richtige Spiel umgesetzt. Also sie haben sich auch irgendwie nur an den Spielern orientiert, was sie wollen irgendwie, oder? Ah ja, das durch Wände gehen. Deckensprung. Krass, ich frage mich, ob das wirklich bei jeder Decke geht. Ey, das ist ja echt crazy. Oh, stimmt, das wird das Klettern voll erleichtern. Sie haben echt auf das Feedback gehört. Mhm. Das dachte ich mir. Oh, Alter. Junge. Alter, man fällt dann einfach richtig weit nach unten. What the hell? Man kann einfach komplett runtergeboxt werden. Boah, das Gleiten ist auch so cool, Mann. Die Welt scheint sich schon sehr verändert zu haben. Tauchen wir in den Fluss ein. Crazy. Oh, das sieht so cool aus. Ja, sehr gut. Alles gut. Das war ja auch ganz schön viel. Ich fand's krass, Mann. Ja, absolut. Das wird verrückt. Das wird ja fast neue Minecraft, Junge. Ja, ist gut so. ありがとうございました。 Crazy, Mann. Aber das war's noch nicht ganz. Das wird so ein Banger-Spiel, ey. Das wird so irre. 12. Mai ist halt echt nicht mehr lange, ne? Ja, okay. Das habe ich leider schon auf Twitter gesehen, aber die Leaks haben sich bewahrheitet. Es wurde schon vor Ewigkeiten eine neue OLED-Switch geleakt und da ist sie. Ja. Sie ist schon krass. Sie sieht schon krass aus. Ich finde, man hätte mehr machen können. Also irgendwie, ich hätte mir ein düstereres Design gewünscht, aber wahrscheinlich passt es einfach am besten. Wow. Aber, die sieht schon heftig aus. Holt ihr die euch? Holt sich die jemand? Aber was mir actually gefehlt hat, man hat nichts von diesem Untergrund gesehen aus dem allerersten Trailer. Aber ist okay. Die sollen ja nicht zu viel verraten. Ja, krass, Mann. Ab dem 28.04. gibt's die schon. Yo, was sagt ihr zu dem Trailer? Ich bin beeindruckt. Ich glaube, dieses Spiel wird wahrscheinlich komplett YouTube fluten zum einen und man wird wahrscheinlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten haben als im Vorgängertitel. Ich bin gespannt, was die Leute damit alles kreieren können. Junge, ich kann es kaum erwarten. 12. Mai, ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe es nicht bereut, dass ich es mir angeguckt habe. Ich kann mir jetzt mehr vorstellen, worauf wir uns hier einlassen und was uns erwartet. Bin gespannt. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und wir sehen uns in einem nächsten Stream oder was auch immer. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Macht's gut.